Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade in Köln angekommen, weil ich hier heute Abend auf ein Konzert gehe. Und ich werde auch noch etwas anderes machen, das seht ihr dann. Und ich bin das ganze Wochenende jetzt hier, weil ich jetzt wieder mein langes freies Wochenende habe. Und ja, ich bin hier über Airbnb bei so einem Rentner-Ehepaar untergekommen. Das ist richtig süß. Ich habe hier so ein eigenes Zimmer mit Waschbecken. Und hier ist mein Bett. Auf jeden Fall richtig gemütlich. Das Zimmer ist auch so, es ist nicht direkt in der Wohnung mit drin, sondern so wie so eine Extra-Wohnung, abgetrennt, sag ich mal. Und ja, richtig cute. Also wir haben es jetzt schon 2 Uhr und ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht und habe jetzt vor, in die Stadt zu fahren. Aber ich will gar nicht raus, es ist so kalt. Ja. Später ist dann das Konzert von Eskimo Call war übrigens, falls ihr die kennt, ist auch so eine Punkrock-Band, würde ich sagen. Und das beginnt um 7. Ja, und vorher werde ich jetzt ein bisschen in die Stadt gehen. Ja, mal schauen, ich nehme euch auf jeden Fall mit, ne? Ja, los geht's. Wir haben eine Aktion hier mit dem Parkhaus. Dass die Dinger immer so scheiße eng sein müssen, ne? Naja. So, ich nehme jetzt natürlich die Treppen. Und ja, ich war auch noch nie in Köln bis das erste Mal hier. Und ich kenne mich wirklich null aus. Ich weiß überhaupt nicht. Also ich bin jetzt irgendwie im Zentrum. Ich denke mal, hier laufe ich jetzt irgendwie rum. Ich weiß, irgendwo in der Nähe ist der Kölner Dom. Also bin ich ja hier schon mal nicht ganz falsch, denke ich. Aber ja, mal gucken. Also ich habe wirklich gar keinen Plan. Mal gucken, was ich so sehe. Aber mein erster Eindruck ist echt ganz gut, weil ich finde es irgendwie, ich finde Köln total süß. Ich hatte aber vorhin einen schlechten Eindruck, weil ich den Kölner Dom so hässlich finde. ja, aber das ist, ich finde es hier total, also es gibt so viel Grün irgendwie und ich finde es total süß. Das ist so mein erster Eindruck. Pause und wenn es erstmal bei Starbucks, hier ein Pumpkin Spice Latte. Nee, Caramel, genau. Caramel Hazel, nee. Caramel Pecan Latte, so. ja. Und diesen veganen Muffin, ich wusste gar nicht, ich glaube, die sind neu. Weil ich kannte von Starbucks einen veganen Apfelkuchen, aber es gibt einen dunklen und hellen veganen Muffin. Richtig geil. Und ich wollte eigentlich den Pumpkin Spice Latte, aber da ist wohl ein bisschen Milchpulver drin. Und das wusste ich gar nicht, ich habe ja auch schon öfter mal getrunken. Das wurde mir vorher nie gesagt. Ja, und jetzt habe ich den hier genommen. Schmeckt einfach so geil. Und der hat hier auch noch so eine Füllung drin. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zucker da drin ist, aber der ist so lecker. Ich habe den Kölner Dom gefunden. Ja, also da ist das Gebäude hier doch schon viel schöner, oder? Ja, also irgendwie. Er ist beeindruckend groß, aber schön ist was anderes, ne? So, ich bin jetzt endlich im Auto angekommen. Eben bei, ich war bei Hans im Glück, wie ihr gesehen habt, es war ein bisschen stressig, weil irgendwie wurde ich vergessen. Also niemand hat meine Bestellung aufgenommen. Irgendwann dann doch auch mal. Das Essen war dann aber ruckzuck da. Also ja, ich habe unnötig lang gewartet, aber egal. Also der Burger war auf jeden Fall mega lecker. Der hieß, keine Ahnung. Ja, und dann hatte ich die ganze Zeit keinen Akku mehr, beziehungsweise noch 1%, habe mir dann den Weg schnell auf eine Serviette geschrieben. Und die habe ich dann direkt am Anfang irgendwie verloren, so voll fail, aber der Weg war relativ einfach, konnte mir dann zum Glück merken. Aber naja. Und ja, ich fahre jetzt zum Konzert, ich habe hier irgendwie schon umgezogen, habe mein Sum 41 T-Shirt an. Ja, mal gucken, also ist jetzt auch schon 7, es geht jetzt theoretisch los, also ist jetzt Einlass, aber es kommt immer Vorband und dauert immer, bis die Band kommt, aber ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal los. Ja.
mich gerade fertig gemacht. Ist auch schon wieder 11 Uhr. Ja, die Brille habe ich mir gestern noch gekauft bei Claire's. Da war wieder 6 für 3. Konnte ich natürlich nicht widerstehen. Ja, aber doch mal Fake-Lashes drauf habe ich ja normalerweise nie. Finde ich eigentlich ganz nice. Und ja, ich werde jetzt gleich mal frühstücken fahren. Ich wollte eigentlich schon um 10 frühstücken und ich wollte eigentlich auch schon beim Fitness gewesen sein. Naja, zum Konzert gestern. Es war eigentlich echt ganz nice, nur ich kannte die Band halt noch nicht so gut. Also, Fun Fact. Ich kenne die Band nur durch den Drummer, das ist David. Den kennen vielleicht manche von euch auch. Das ist nämlich der Gewinner von Bachelorette. Ja, ich habe das geguckt. Und ja, daher kenne ich die Band. Und ich kannte halt vorher kaum die Lieder. Ich habe mir die nur ein paar Mal reingezogen, aber jetzt nicht so auf Dauerschleife oder so. Also ich kannte sie halt kaum. Aber an sich war das schon ziemlich nice. Und ja, das Wetter ist gerade ganz okay. Vorhin hat es noch geregnet, jetzt ist es gerade bewölkt. Ich hoffe, das bleibt so. Das wäre ganz nice. Guckt euch das an, so geil. Ich bin gerade im Pennycakes Café und habe einen Cheesecake und einen Mocha Cupcake. Sieht so süß hier alles aus. Es war wirklich so lecker, dass ich mir dann noch ein Stück Kuchen bestellt habe. Ich war noch nicht so richtig satt, weil das war mein Frühstück quasi. Ja, der Schokokuchen, das war halt so ein normaler Teig, ne? Die war ein bisschen trocken, aber die anderen, die waren so geil und es regnet. Aber das war wirklich richtig lecker. Und ich fahre jetzt erstmal in die Stadt. Ach ja. Jetzt wieder zu Hause, also in Köln zu Hause, da wo ich wohne. Ne? Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen länger zu Hause. Habe vorher nicht mehr viel gemacht, seitdem ich da essen war, was ich euch da gezeigt habe. Die habe ich danach erstmal richtig fett verlaufen, weil ich wieder keinen Akku hatte. Meine Powerbank hängt schon am Ladegerät. Also morgen wird das nicht nochmal passieren, aber. Ja, dann muss ich drei Leute fragen und die hatten mir alle keine Ahnung. Aber irgendwann bin ich dann angekommen. Ja, ich habe insgesamt nicht mehr so viel gemacht. Ich hatte irgendwie heute nicht so viel Lust, mir irgendwie was anzugucken. Doch irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, was ich machen soll. Ich kann natürlich auch mir Sachen angucken. Aber da ich jetzt Köln dazu gar nicht kannte, wusste ich jetzt auch nicht was. Und ich reise eigentlich super gerne alleine, so von Unabhängigkeit her. Aber so, wenn man wen zum Quatschen hat, ist immer eigentlich schon cooler, ne? Ja, bei Kurztrips ist immer so blöd, weil wenn man nur möglichst viel an einem Tag schaffen und dann macht man irgendwie doch gar nichts. Weil wenn man jetzt irgendwie wirklich lange Zeit an einem Ort ist, kann man ja wirklich an einem Tag sich auch nur eine Sache angucken. Und dann hat man auch Zeit, sich die Sache anzugucken. Naja, ich werde euch gleich mal zeigen, was ich mir alles so gekauft habe. Ja. Und zwar gab es bei Claire's wieder 6 für 3. Und wenn ihr meinen Berlin-Vlog gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich letztes Mal schon ziemlich zugeschlagen habe. Und zwar habe ich mir da zwei Paar Lashes gekauft. Und zwar, wow, man sieht viel. Das sind einmal die, die ich heute drauf hatte, die ich euch gezeigt habe. Sehen bei der jetzt so aus. Und die anderen zeige ich euch gleich. Dann habe ich mir dreimal Ohrringe gekauft.
Und zwar fand ich diese Ringe so cool. Die habe ich bei einem Mädchen nämlich gesehen. Und das sah irgendwie echt cool getragen aus. Einmal diese, dann diese. Und hier nochmal so größere. Ja, die haben jetzt jeweils 12 bis 15 € gekostet. Ja. Dann hatte ich mir hier die Brille gekauft, die ich euch schon gezeigt habe. Und das hier sind die anderen Lashes. Es war so ein Practice-Set mit einer Practice-Lash und zwei Klebern und so einer Pinzette zum Draufmachen. Dann habe ich mir hier noch einmal die Myself geholt. Kostet 3,80 und da gab es diese Rituals-Handcreme gratis dazu. Ja, und die kostet normalerweise 8 bis 10 € oder so. Und ja, das ist Ritual of Ayurveda. Smoothing Handbalm. Allerdings glaube ich, dass die nur so Smoothing ist, weil da Silikone drin sind. Auf jeden Fall fühlt sich das so an. Guten Morgen. Ich laufe gerade frühstücken. Ich laufe gerade zum Frühstück. Also, alle nur zu Kamps. Weil das einzige vegane Café, was hier in der Nähe gewesen wäre, hat montags leider zu. Ich verlaufe jetzt zu Kamps. Ja. Ich habe jetzt ein Schweineohr und eine Apfeltasche. Das ist beides vegan. Das Franzbrötchen ist auch vegan, was es hier gibt. Aber das gab es gerade hier nicht. Reicht auch. Voll viel eigentlich. Ja, es steht auch vegan sogar auf den Schildern dran. Und ja, das werde ich jetzt mal essen. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Die Cap gerade abgesetzt, weil irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt damit. Ich habe auch gerade gemerkt, dass eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass ich immer nicht sage, was ich jetzt mache, was ich jetzt vorhab, weil das wahrscheinlich eh auf meinem Thumbnail zu sehen sein wird. Auf jeden Fall lasse ich mir jetzt ein Tattoo stechen. Ja. Dafür gehe ich zu Ebony Road Tattoo in Köln hier. Wie geht das? Calling now. Wait a moment, please. Okay. Hallo? Ist kein Ding. Sorry, no answer. Ach ja, ich habe jetzt keinen Termin oder so. Bin ich zu früh? Hören die noch nicht auf? Okay, ich warte jetzt einfach mal bis 12, weil um 12 habe ich meinen Termin. Vielleicht ist jetzt vorher noch keiner da. Ah, okay. Freunde, ich hab's geschafft. Ich kann's gar nicht glauben, dass ich so ein neues Tattoo habe. Vor allem ist es ganz anders geworden, als ich gedacht habe. Ich wollte ja eigentlich wollte ich nur diesen Spruch und so ein kleines Blümchen irgendwie so eine Verzierung. Ne? Aber ich wusste nicht genau, wie ich dieses, wo muss ich hier lang, hier hoch, ne? Wie ich diese Blümchen da haben will. Ja, dann hat sie einfach mal gemacht und ups. So einen Entwurf gezeichnet und es sah so schön aus. Jetzt ist es viel größer geworden, als ich eigentlich wollte, also ursprünglich, aber es ist so unglaublich schön und es ist so fein und so detailliert. Oder ich kann meinen Arm nicht heben, ich bin so gehandicapt, weil das ja so in Folie eingewickelt ist, doch die Lederjacke drüber. Ja, alles blöd. Ja. Auf jeden Fall. Das hier, sieht man es? Das hier ist ja mein erstes Tattoo. Und ja, das ist nicht so fein, nicht so schön gestochen, aber das erzähle ich mal wann anders, warum das so ist, wie es ist. Aber das hat ja auch schon mega weh, weil es ist halt der Handrücken, ne? Das tut ja richtig weh. Aber es ging nur 5 Minuten und Oberarm-Innenseite tut auch schon mega weh. Und das hat jetzt, glaube ich, so eine Viertelstunde gedauert. Aber ich bin so happy. Ist so schön geworden. Und sie war auch so süß, sie war so niedlich. Also, ja, war richtig lieb und so. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen. Die benutzt halt auch natürlich vegane Farben. Und ja. So, erfolgreicher Einkauf bei Dance. Ich bin jetzt gerade übrigens in der Altstadt. Auch ganz süß hier. Und halt nirgends so das Gefühl, dass man jetzt so eine Mühle der Großstadt ist. Alles mit dem kleinen Süßes, finde ich voll schön.
on your mind, it drives you crazy. So you've got other things to do. Though the heat beneath the leaves, its fruit began to grow. Before the spring it entered all. So, ich bin jetzt schon wieder zu Hause und wollte euch noch zeigen, was ich mir bei Dance gekauft habe. Und einmal diese veganen Gummibärchen, die sind aber irgendwie ziemlich eklig. Die sind, schmecken auch innen irgendwie einfach nur so nach Zucker, also so crispy, I don't know. Dann jetzt die süßen Schoko-Weihnachts-Lollis. Dann ein veganes Croissant, haben wir schon gespannt, wie das schmeckt. Dann hier einfach so Schokoreis auf Fenster, bitter. Wahrscheinlich auf dem Rückweg Schottelfahrt essen, aber habe ich doch nicht gemacht. Und dieses Bio-Energy-Zeugs. Davon hatte ich schon mal so von einer anderen Marke das. Das war auf jeden Fall besser. Das hier fand ich jetzt nicht so geil. Und irgendwie diese ganzen Bio-Energy-Sachen, die halt ganz natürlich sind, die bringen bei mir irgendwie nichts. Also bei mir bringt nur so Monster-Energy und sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles bei Dance gekauft.